gemäß einem Index, der sich zusammensetzt aus drei Indikatoren, nämlich wie viele Studierende schließen ihr Studium in der Regelstudienzeit ab, zweitens, wie viele Drittmittel nimmt die Hochschule im Forschungsbereich ein und drittens, wie viele Doktoranden werden produziert. Die werden miteinander gewichtet in einem bestimmten Maße und wenn die TU Aachen in der Hinsicht so viel besser dasteht als die Fernuniversität Hagen beispielsweise, dann erhält die TU Aachen, Aachen entsprechend mehr Geld aus den staatlichen Töpfen. Klar ist, dass es deshalb kein Markt, wie bei den Studiengebühren, weil hier ein Akteur einseitig festlegt, was zählt an Leistungen. Und weil alles andere schematisch sozusagen über Evaluationen gemessen und weiterverteilt wird. Der Effekt, nämlich dass dadurch Konkurrenzdruck ausgeübt wird und seine in Anführungsstrichen heilsame Wirkung tun soll, ist allerdings in der Sache her derselbe. Damit bin ich im Prinzip bei meinem letzten Punkt, nämlich bei den Effekten, die Ökonomisierung haben kann. Und ich werde auf der einen Seite jetzt durchaus eine ganze Reihe von Effekten nennen, die auftreten können, von denen wir eher sagen würden, das sind bedenkliche und problematische Effekte. Ich möchte das Bild aber nicht ganz so einseitig lassen, sondern auch ein Stück weit vor Augen führen, dass Ökonomisierung in bestimmten Bereichen, in einem bestimmten Ausmaß durchaus auch ihre heilsamen und positiven Effekte auf bestimmte Leistungsproduktionen und bestimmte Organisationen haben kann. Wenn man sich fragt, was ist denn der Maßstab, an dem man sozusagen messen kann, ob nun bestimmte Effekte gut oder schlecht einzustufen sind, dann würde ich sagen, der Maßstab sollte sein, die Qualität und die Quantität des Leistungsangebotes, um das es jeweils geht. Und nicht das Wohlbefinden der Mitarbeiter oder so etwas ähnliches. Das kommt höchstens an zweiter oder dritter Stelle, vielleicht auch noch ins Spiel. Erstmal geht es darum, zu sehen, produzieren die Organisationen, produzieren Museen, Schulen, Hochschulen, Krankenhäuser und so weiter, das, was sie an Leistung produzieren wollen. Und Quantität und Qualität, damit haben Sie im Grunde die zwei großen Dimensionen, in denen man Effekte messen sollte. Quantität, da geht es letztlich um die Effizienzdimension. Wie viel Leistung wird erbracht mit einem bestimmten Aufwand, mit bestimmten etwa Geld, was man zur Verfügung hat. Und Qualität, da geht es eher um bestimmte Dimensionen von Effektivität. Also davon, wie die Leistungsproduktion die deklarierten und sinnvollen Ziele, die man mit ihr verbindet, erreicht. Und wir werden gleich sehen, dass es nicht bloß ein einziges Ziel ist, sondern dass Effektivität ein mehrdimensionales Phänomen ist. Zunächst aber kurz zur Effizienz. Die Befürworter, gerade von New Public Management, versprechen, dass die Einführung von Konkurrenzdruck, so wie ich es eben geschildert habe, etwa in Hochschulen oder Schulen oder Krankenhäusern, vor allen Dingen Effizienzgewinne mit sich bringt, sprich Geld spart, beziehungsweise das vorhandene Geld, was im Budget drin ist, sozusagen für mehr Leistung zum Einsatz bringt. Und man muss das zunächst mal unvoreingenommen prüfen. Wenn man beispielsweise empirisch festgestellte Phänomene jetzt wiederum im Gesundheitssystem feststellt, dass die Verweildauer von Patienten in Krankenhäusern zurückgegangen ist, dann gibt es dafür in den letzten 20 Jahren, dann gibt es dafür eine Reihe von Gründen, die jetzt mit unserer Thematik nichts zu tun haben müssen, zum Beispiel auch bessere Behandlungsmethoden und ähnliches mehr. Aber wenn man diese anderen Faktoren ein bisschen kontrolliert, und das kann man ja, wenn man sich die Fälle genauer anschaut, dann stellt man immer noch fest, dass in dem Maße, in dem
sozusagen den Kliniken das Geld nicht mehr ganz so reichhaltig zur Verfügung gestellt wurde, von staatlicher Seite, von Seiten der Versicherungen und so weiter und so fort, die Patienten früher nach Hause kamen. Ohne, dass das passierte, was natürlich nicht passieren darf, dass sie einen Tag später wieder in der Klinik sind, weil es Komplikationen oder Ähnliches gegeben hat. Das heißt, weil man sie zu früh entlassen hat unter medizinischen Gründen. Das heißt, solche Phänomene legen dann doch den Verdacht nahe, dass man früher Patienten länger als medizinisch nötig oftmals im Krankenhaus gehalten hat, weil das eine lukrative Einnahmequelle für die Einrichtung und vielleicht auch für die Ärzte gewesen ist. Wenn hier durch Spardruck dem Einhalt geboten wird, dann kann man sagen, Konkurrenzdruck und Spardruck hat sich für die Leistungsempfänger bezahlt gemacht. Solche Phänomene gibt es auch in anderen Gesellschaftsbereichen und deren Organisationen. Aber natürlich muss man überprüfen, in welchem starken Ausmaß das zu Buche schlägt, also die eher positiven Auswirkungen, und in welchem Ausmaß es dann doch eher problematische Auswirkungen eines zu starken Spardrucks und Ökonomisierungsdrucks gibt. Im Wissenschaftsbereich kann man sehen, dass was etwa die Förderung von Forschung anbetrifft, die negativen Seiten eines zu hohen Konkurrenzdrucks sehr deutlich sind. Wissenschaftler, das kann man auch statistisch sich an den entsprechenden Zahlen des Hauptförderers, des Hauptfinanziers von Forschung an den deutschen Hochschulen, also der deutschen Forschungsgemeinschaft anschauen. Wissenschaftler müssen heute, egal in welcher Disziplin, immer mehr Anträge auf Forschungsgelder schreiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit einem Antrag erfolgreich sind in der Konkurrenz mit anderen, ist gesunken. Und zugleich, wenn sie erfolgreich sind, ist die Bewilligungssumme, also das Geld, was sie bekommen, auch gesunken, und gestiegen sind die Sparauflagen, die ihnen bei, gemessen an dem, was sie eigentlich an Geldsumme haben wollten, sozusagen gemacht werden. Das ist der eine Aspekt, wo man sieht, hier ist die Konkurrenz sozusagen deutlich zu Lasten eigentlich von wissenschaftlicher Forschung gegangen, insbesondere weil das Schreiben dieser Anträge zeitaufwendig ist, und all die Anträge, die man vergeblich schreibt, sind zwar nicht völlig rausgeschmissene Arbeitszeit, aber doch viel davon, sodass man hier teilweise schon von ruinöser Konkurrenz sprechen kann. In einem Land wie Deutschland ist es noch vergleichsweise moderat, wenn Sie mit britischen Forschern oder auch mit amerikanischen Forschern sprechen, hören Sie noch ganz andere Schreckensgeschichten. Die andere Seite, Effektivitätsgewinne. Da wird einiges versprochen und vielleicht auch hier und da eingelöst, aber es gibt auch die Gegenseite. Ein Aspekt von Effektivität, der immer versprochen wird, ist sozusagen, dass die Angebote mehr auf den in Anführungsstrichen Kunden eingehen müssen. Das alles, was unter dem Stichwort Kundenorientierung kommt, sagt ja auch schon etwas darüber aus, dass sich das Denken geändert hat unter Ökonomisierungsdruck. Wenn das so wäre, wäre es ja auch gut, wenn also öffentliche Verwaltungen oder Sozialämter oder Krankenhäuser oder Schulen sozusagen mehr auf ihr Publikum, auf ihre Leistungsempfänger und deren wirkliche Bedürfnisse eingehen würden, weil der Konkurrenzdruck sie dazu treibt. Das ist ja die Logik. Faktisch stellt man fest, dass die häufigere oder mindestens genauso häufige und dann eher negative Reaktion auf Konkurrenzdruck ist kostengünstige Standardisierung dessen, was man noch anbietet. Gleichbehandlung ist auch ein Aspekt, von dem gesagt wird, das wird durch Konkurrenzdruck sozusagen den Leistungsanbietern auferlegt. Und Gleichbehandlung ist ja erstmal was Gutes. Und die Logik dahinter wieder, wenn die hinter jedem in Anführungsstriche Kunden herrennen müssen, dann können sie es sich nicht mehr leisten, bestimmte Kunden abzuweisen, weil sie die nicht so nett und nicht so interessant finden oder so. Faktisch stellt man aber fest, dass auch hier
sozusagen Fragen zu stellen sind. Wenn Museen ihre Eintrittsgelder erhöhen müssen oder Volkshochschulen, die das Geld, was man für die Kurse zu bezahlen hat, die Gebühren erhöhen müssen und dadurch bestimmte Bevölkerungsgruppen sich das nicht mehr leisten können oder nicht mehr leisten wollen, dann ist nicht etwa eine erhöhte Gleichbehandlung, sondern eine erhöhte Ungleichbehandlung der Effekt von Ökonomisierungsdruck. Und wenn Schulen, was wiederum in den Ländern, in denen es freie Schulwahl der Eltern gibt, wenn Schulen sozusagen unter Kostendruck gesetzt werden, wie es in Großbritannien seit einiger Zeit der Fall ist, dann ist auch klar, dann suchen die sich diejenigen Schüler aus, die sozusagen am meisten schon mitbringen, sodass die Schulen sicher sein können, mit denen bei der nächsten Leistungsbewertung sehr gut dazustehen. Auch Innovationsfähigkeit wird oftmals als positiver Effekt von Ökonomisierungsdruck, so im Sinne von Not macht erfinderisch. Und auch da will ich nicht bestreiten, dass es das gibt. Eine Doktorandin von mir, die sich mit Kulturmanagern beschäftigt, also die Musikevents produzieren und organisieren, berichtete aus einem Interview mit einem solchen Manager, und da geht es immer um E-Musik, dass er sagte, naja, früher hätte er für bestimmte Dinge, wo er sozusagen ein Angebot machen muss, einen großen Star geholt, weil er das Geld hatte und weil er wusste, die Kommune oder wer immer das veranstaltet, zahlt ihm das. Das ist schon lange nicht mehr so, und das heißt, er muss sich jetzt nach Nachwuchsmusikern und Ensembles umschauen und denen eine Chance geben, und er sagt, im Durchschnitt ist das besser, weil die großen Stars sozusagen schon satt sind und sowieso nicht mehr die Leistung bringen, die man von ihnen erwartet. Das heißt, hier ist wiederum Kosten- und Ökonomisierungsdruck im Prinzip etwas Positives für die Leistungsproduktion. Aber wir wissen genau, dass das nur die eine Seite des Ganzen ist. In der Wissenschaft, um das Gegenbeispiel wiederzubringen, ist es so, dass der Kostendruck und der Konkurrenzdruck dafür sorgt, dass alle Wissenschaftler versuchen, sozusagen sich am Mainstream auszurichten, weil sie wissen, dann kriegen sie am ehesten und am schnellsten Geld. Das heißt, wir haben hier eine ganze Reihe von Phänomenen, und ich könnte auch noch ein paar mehr nennen, bei denen man immer die Gegenrechnung aufmachen muss und immer sieht, auf der einen Seite gibt es Versprechen von Seiten derer, die Ökonomisierungsdruck in die Welt setzen und den Organisationen auferlegen, dass das nicht nur nicht schadet, sondern sogar die Leistungen verbessert. Und diese Versprechen sind, darauf wollte ich hinweisen, auch nicht immer völlig falsch. Aber es gibt auch die andere Seite, die häufiger in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und ich weiß nicht, wie ich die Gesamtbilanz sozusagen bewerten sollte. Dazu gibt es bisher für die meisten gesellschaftlichen Teilbereiche, der Gesundheitsbereich vielleicht ausgenommen, viel zu wenig empirisches Wissen, um sozusagen mit Sicherheit oder einigermaßen zuverlässig sagen zu können, Ökonomisierungsdruck eines bestimmten Ausmaßes ist in der Gesamtsumme im Bereich der Museen, im Bereich der Hochschulen, im Bereich der Schulen oder so, in der Gesamtsumme eher schlecht oder eher gut. Ich kann es nicht sagen, aber das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht um genau diese Frage auch in den Debatten weiter kümmern und auch weiter streiten muss, weil man nur darüber, dass man eben noch genauer und noch vielfältiger hinschaut, dem Phänomen dann auch entsprechend weiter auf die Spur kommt. Gut, damit habe ich meine Themenliste sozusagen abgearbeitet, am Ende jetzt mit den Effekten dessen, was ich vorher sozusagen in seiner Erscheinungsform und in seiner Prozessdynamik, die sie typischerweise nimmt, dargestellt habe. Und wenn Sie jetzt Fragen oder Gegenmeinungen haben, dann bin ich gerne zur Diskussion bereit. Dankeschön.